Guten Morgen zusammen. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen, zum einen zur jetzt hiermit eröffneten Pressekonferenz der Aktion Sterneköche gegen Krebs und zum anderen zu dem Event, der damit verbunden ist, nämlich unter Begleitung der Sterneköchin Frau Matscher aus Südtirol und den Studierenden der DHBW Heilbronn unter Begleitung des Tumorzentrums München und Tumorzentrums der SLK Kliniken Heilbronn und des Bio-Supermarktunternehmens Basic eine heutige Kochveranstaltung durchzuführen, die verschiedene Facetten mit abbilden soll, nämlich zum einen das Thema gesundes Kochen und damit auch das Thema Krebsprävention, insbesondere Darmkrebsprävention, den Studierenden, die nicht nur heute dabei sind, sondern auch über die sozialen Netzwerke mit Multiplikationseffekt hoffentlich in zahlreiche andere Vorlesungssäle und studentische Wohngemeinschaften getragen werden, aber auch über unseren Studiengang Food Management einen Qualifizierungs- und Multiplikationseffekt haben soll für die jungen Menschen, die heute Food Management studieren, aber später in unterschiedlichen Positionen der Wertschöpfungskette der Lebensmittelbranche selbst verantwortlich sein werden für das, was Konsumenten an Essen und Ernährung angeboten bekommen oder aber auch im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung, was dort Mitarbeitern von Unternehmen oder Patienten in Kliniken oder Senioreneinrichtungen täglich auf den Teller bekommen. Ich begrüße Sie herzlich im Namen der DHBW, würde Ihnen gerne die Akteure des heutigen Tages vorstellen, respektive den Akteuren die Gelegenheit geben, zu dem heutigen Event Stellung zu nehmen. Und dabei begrüße ich zunächst einmal zu meiner Rechten Herrn Professor Dr. Nüssler. Er ist Leiter des Tumorzentrums München und Onkologe. Ich begrüße zu meiner ganz Rechten Herrn Stefan Paulke, Vorstandsvorsitzenden der Basic AG. Zu meiner Linken Herrn Professor Dr. Martens, Leiter des Tumorzentrums in Heilbronn. Und Frau Matscher, die Sterneköchin aus Südtirol, die für den heutigen Tag die Speisen ausgewählt hat und schon den ganzen Morgen in der Küche am Werkeln ist. Und wir werden ja nicht nur in der Theorie von Ihnen mitbekommen, wie bereitet man es zu, wie wählt man Produkte aus, sondern wir werden es auch danach gemeinschaftlich verspeisen. Denn dieser soziale Aspekt des gemeinsamen Essens hat auch eine ganz wesentliche Funktion im gesellschaftlichen Miteinander. An der Stelle würde ich jetzt zunächst mal zu der Frage gesunde Ernährung, Krebsprävention an Herrn Professor Nüssler übergeben, denn wir sind ja die Betriebswirte, die das Ganze dann umsetzen, wirtschaftlich rechnen und damit auch versuchen, den Konsumenten es nahezubringen. Aber der wissenschaftliche, medizinische Aspekt kommt ja über das Tumorzentrum. Vielen Dank für die sehr nette Begrüßung. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das zahlreiche Erscheinen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Professor Graf, die das hier in ganz ausgezeichneter Weise mit ihrem Team organisiert hat. Also das ist ja unser erstes Projekt, gewissermaßen ein Pilotprojekt, was wir machen. Und die Zielgruppe sind Sie, die in den hinteren Reihen sitzen. Sie werden sich natürlich fragen, ja, um Gottes Willen, ich bin ja nicht krank. Und das sind Sie auch nicht, darum geht es auch gar nicht, sondern wir haben uns jetzt mal als Mediziner im Tumorzentrum überlegt, dass es vielleicht auch wichtig ist, nicht nur den Patienten eine gesunde Ernährung beizubringen, sondern eben auch den gesunden jungen Menschen, die in einer extremen, naja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch in einer angespannten Lebenssituation sind. Das heißt, sie müssen studieren, sie müssen lernen, sie haben wenig Zeit, sie haben einen Leistungsdruck, nicht? Und dann kommt das Essen natürlich so ziemlich hinten dran. Das kenne ich auch noch aus meiner eigenen Studentenzeit, da haben wir überall eingekauft, Hauptsache es war billig und wir waren irgendwie satt. Darum ging es damals, nicht? Und dem wollen wir so ein bisschen was entgegensetzen und wollen Ihnen auf eine recht hoffentlich spielerische Art und Weise beibringen, dass es auch anders geht, nicht? Das Thema gesunde Ernährung geht natürlich nur über das Thema Kochen, darüber müssen wir uns einig sein, ne? Oder sollten uns einig sein. Also Sie können sich
eine oder andere wird sagen, ja, ich esse mein rohes Gemüse oder mache mein Müsli und so weiter und dann liege ich auch richtig. Das ist nicht ganz falsch, nicht? Aber langfristig kommen Sie um das Kochen nicht drum herum, nicht? Und ja, da ist irgendwas passiert, auch bei den Patienten ist immer wieder, habe ich das Gefühl, gehabt, die Frage aufgekommen, ja, was kann ich eben tun? Und da kam er schnell aufs Kochen und dann hat es so ein bisschen gehakt. Und das ist so unser Schwerpunkt eben heute, dass wir Ihnen das wieder beibringen wollen oder Sie motivieren wollen, vielleicht hier und da etwas in dieser Richtung zu ändern. Es ist alles kein Hexenwerk und man sollte mit diesem Thema vielleicht auch, gerade wenn man da überhaupt keine Ahnung hat, nicht im größten Stress, das heißt kurz vor der Prüfung irgendwie damit anfangen, sondern vielleicht an einem Wochenende und sich dem Thema etwas annähern. Sie werden sich fragen, warum ist das alles so wichtig? Wir sind jung, wir sind gesund, haben Sie völlig recht. Es ist langfristig vielleicht doch wichtig, weil was Ihnen vielleicht aufgefallen ist, wenn Sie so mit offenen Augen durch die Straßen gehen, viele Menschen sind doch übergewichtig, nicht? Und das ist ein ganz großes Thema, was uns Mediziner beschäftigt, weil mit diesem Übergewicht sind Folgeerkrankungen verbunden, wie Sie vielleicht wissen. Ihnen ist sicherlich bekannt das Thema Herzinfarkt, Ihnen ist sicherlich bekannt auch das Thema Diabetes, möglicherweise weniger bekannt, dass eben auch Krebs auf diese Art und Weise entstehen kann. Und das haben wir uns heute das Thema herausgesucht, Dickdarmkrebs. Dickdarmkrebs ist zu 50%, circa 50% ernährungsbedingt, nicht? Und das ist natürlich, geht nicht von heute auf morgen. Sie brauchen da jetzt keine Angst haben, nicht, dass da irgendwas passiert, wenn Sie bei irgendwelchen Fastfood-Ketten da sich was reinwerfen. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Das ist eine langfristige Angelegenheit, nicht? Und die Dosis macht es, nicht? Das müssen Sie auch wissen. Je mehr Sie von diesem, sage ich mal, nicht ganz tollen Lebensmitteln zu sich nehmen, umso mehr gefährden sie natürlich ihren Körper. Wir wissen alle nicht, wo die individuelle Toleranzbreite eines jeden liegt. Der eine verträgt so viel, der andere so viel. Sie kennen die Geschichte vielleicht mit dem Rauchen, nicht? Vielleicht haben Sie in Ihrer Familie einen Großvater, der 96 geworden ist und geraucht hat, nicht? Der sagt natürlich allen Rauchen alles Quatsch, nicht? Es geht alles wunderbar, nicht? Aber der hat eben die entsprechende, sage ich jetzt mal, genetische Konstitution gehabt und hat es ausgehalten, nicht? Und andere kippen eben ein bisschen eher um und kriegen diese furchtbare Erkrankung Lungenkrebs, was wirklich kein Spaß ist, nicht? Und darum geht es, dass wir Sie ein bisschen darauf sensibilisieren. Und dann werden Sie sich fragen, warum sitzt zu meiner Rechten Basic? Basic haben wir ganz bewusst herausgesucht, weil ich und wir alle, die in unserem Team arbeiten, der Meinung bin, die gesunde Ernährung geht beim gesunden Lebensmittel los, nicht? Und das ist nicht so einfach heutzutage zu finden, nicht? Sie finden es nicht unbedingt in den Supermärkten, nicht? Sie müssen schon ein bisschen gucken. Ich will jetzt da auch nicht aus verschiedenen Gründen nicht auf irgendwelche anderen Firmen hinweisen, aber Sie müssen suchen, nicht? Sie sind schlau genug, Sie studieren, nicht? Und Sie studieren vor allem noch einen Studiengang, der sowieso sich mit dem Sinn beschäftigt. Das werden Sie sehr schnell rauskriegen. Das ist das eine, wo Sie ein bisschen Zeit brauchen, sich ein bisschen Gedanken machen müssen, was ich da einkaufe. Und das andere ist, wie ich schon sagte, das Kochen. Mit dem Kochen können Sie natürlich alles kaputt machen, nicht? Dann nützt Ihnen das beste Lebensmittel nichts, nicht? Wenn Sie es nicht hinkriegen, dieses Produkt zu veredeln. Und da geht es mir vor allem auch darum, dass Sie lernen, da ein bisschen mit Respekt umzugehen und ein paar Kniffe lernen. Deswegen haben wir die Anna Matscha hier mit ins Boot genommen, die eine unserer Sterneköchin ist, die in unserer Koch-App auch mitgewirkt hat. Und das möchte ich auch mal erwähnen, das wird für euch Studenten sicherlich eine ganz tolle Geschichte sein. Das könnt ihr runterladen, kostenfrei, Health Food nennt sich diese App. Die ist wirklich, meine ich jedenfalls, ziemlich genial gemacht mit allen Videotricks und so weiter, wie man eben zum Beispiel Geflügel zerkleinert, nicht, und so weiter und so fort. Also wir haben wirklich versucht, da breit uns aufzustellen und viel Hilfestellung zu geben. Uns geht es nicht unbedingt darum, dass Sie jetzt lernen müssen, dass das gesunde Gemüse oder Fleisch, was artgerecht groß geworden ist, die bessere Zusammensetzung an Fettsäuren hat. Die hat es, da gibt es Studien dazu, auch wenn sie immer wieder umstritten sind. Darum geht es uns gar nicht so. Es geht mir vor allen Dingen auch oder uns allen hier auch darum, dass Sie lernen, wenn Sie zum Beispiel Fleisch essen, wo es produziert wird, nicht? Dass es artgerecht produziert wird, nicht? Wenn Sie mal, gerade in Ihren Studienlehrgang, ich weiß gar nicht, ob ihr sowas macht, es wäre vielleicht auch mal ein interessanter Vorschlag, so Ställe zu besuchen, nicht? Putenställe.
Nicht, da wollen sie kein Putenfleisch mehr. Ich habe früher immer mehr Putenfleisch geholt, weil ich dachte, das ist das bessere Fleisch. Ist es auch rein theoretisch und praktisch, wenn das hier ordentlich aufgezogen ist. Nicht? Aber wenn Sie diese Mastanlagen oder nicht artgerechten Stallungen sehen, dann muss ich dringend davon abraten. Und da werden Sie schon von selber drauf kommen, dass Sie da dieses Fleisch nicht mehr essen. Bei den Gemüse und Obst ist nicht viel anders. Nicht? Das ist teilweise überspritzt, das wissen wir alles, das können Sie in den Medien lesen. Und darum geht es eben auch, dass Sie vielleicht mal einen Apfel kaufen, der Flecken hat, nicht eben, weil er ungespritzt, ich wollte schon sagen aufgewachsen, sondern gewachsen ist. Nicht? Und das sind alles so Dinge, auf die wir mit dieser Veranstaltung aufmerksam machen wollen. Und dann ist es ganz wichtig, nicht? Das ist auch so ein bisschen im Hintergrund, ist ja jedenfalls unser Eindruck, mein Eindruck, Genuss. Nicht? Nehmen Sie sich Zeit, nicht? Genießen Sie das, was Sie auf dem Teller haben, nicht? Und machen Sie es nicht beim Fernsehen, nicht? Und hauen Sie sich da das Zeug da rein, nicht? Und das ist alles nicht das, was wir wollen. Genießen Sie das, kommunizieren Sie. Und das ist das, letzten Endes, das sind alles so Faktoren, die insgesamt wiederum dafür sorgen, dass Sie lange gesund bleiben. Natürlich ist das alles keine Versicherung, dass die Mediziner können nicht wie Versicherungsvertreter Ihnen hundertprozentig sagen, das könnt ihr wahrscheinlich auch nicht die Versicherungsvertreter, aber hundertprozentig sagen, dass Sie nie krank werden, das ist auch klar. Es geht immer nur um Wahrscheinlichkeiten und dass Sie auch ein entspanntes Leben da haben, ohne große Bedenken, nicht? Und auch Freude daran haben, nicht? Das ist der Sinn dieser Veranstaltung. Ich glaube, habe ich jetzt alles dazu so im Wesentlichen gesagt. Wenn Sie noch Fragen haben, gerne. Da vielleicht jetzt an meinen Kollegen, und da muss ich noch sagen, das ist ganz toll, mein Kollege Professor Martens, Uwe Martens, hat sich auch gleich spontan bereit erklärt, dass wir die übernächste Veranstaltung mal mit Patienten machen, hier aus der Region, weil es eben auch wichtig ist, dass man diese Idee streut. Ich darf vielleicht gleich das Wort übergeben. Ja, vielen Dank für die netten einleitenden Worte und überhaupt für die Möglichkeit, heute hier zu sein. Also Professor Nüssler hat es ja schon gesagt, wir sind gefragt worden als Tumorzentrum und ich habe spontan gesagt, da müssen wir unbedingt mitmachen. Wir sind ja ein Tumorzentrum für die Region, das Tumorzentrum Heilbronn-Franken ist eines der größten kommunalen Zentren in Deutschland mit sehr vielen Fachzentren. Wir sind quasi ein Hochleistungsapparat, der natürlich viel mit kranken Patienten zu tun hat. Wir sind Spezialisten für Patienten, aber das Thema, was kann ich für mich selber tun, was Patienten ja immer wieder vorbringen, ist natürlich ein wichtiges Thema für uns. Und freue mich, dass wir heute auch wieder hier sind. Wir haben ja schon zwei Patiententage auch hier in den Räumlichkeiten der DHBW gemacht. Einmal ging es auch um das Thema Ernährung, sodass der Bezug also von vornherein hier schon wieder gleich gegeben war. Wie ich bemerkt habe, ist das Thema Krebserkrankungen einer Familie immer ein sehr einschneidendes Moment. Und Patienten wie auch Angehörige fragen sich immer, was kann ich alles dafür tun? Und das sind ganz entscheidende Fragen, die wirklich neu lebensbestimmend sind. Und da kommt es eigentlich immer wieder auf das Thema Ernährung. Ja, und Ernährung ist ein weites Feld und Sie glauben gar nicht in der Praxis, wie ungesund sich manche Menschen auch ernähren. Man denkt immer, ja, ist doch eigentlich alles klar, wie gesunde Ernährung ablaufen muss. Aber im Endeffekt gibt es immer wieder auch Menschen, die das nicht richtig verstanden haben, was ist wichtig, was ist bedeutsam und nicht nur für das Vermeiden vielleicht von einer Krebserkrankung, sondern auch Vermeiden von Übergewicht und den Folgeerkrankungen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und andere Stoffwechselerkrankungen. Also es ist einfach ein relevantes Thema und wir sind natürlich gerade auch im Tumorzentrum Heilbronn-Franken daran interessiert, eine umfassende Versorgung von Patienten und den Angehörigen vorzunehmen. Ich sage mal, es ist sehr wichtig, dass wir auch das Thema, wie geht jemand seelisch mit einer Erkrankung, ist ein wichtiges Thema, aber auch Lifestyle, Ernährung spielt eine ganz große Rolle. Ich finde das klasse, dass wir das heute hier machen. Das Thema ist ja primär Prävention. Das heißt also, es betrifft Menschen, die in ihrem Leben bislang noch nicht krank gewesen sind oder keine schwerwiegende Erkrankung gehabt haben. Und im Grunde genommen ist das ein Investment für die Zukunft. So muss man das sehen. Und was wir in der Medizin machen, ist immer Risikoreduktion. Das heißt, wir können nie genau sagen,
kriegt jetzt jemand eine Erkrankung oder kriegt er sie nicht. Aber wir können das Risiko minimieren. Wir haben ja das schöne Beispiel gehört, Lungenkrebs. Da ist es ganz klassisch. Viele werden sagen, Mensch, der Helmut Schmidt hat so viel geraucht und hat keinen Lungenkrebs bekommen. Aber es gibt selbst Nichtraucher, die Lungenkrebs bekommen. Also im Grunde genommen muss man immer mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und bei den Wahrscheinlichkeiten spielt gesunde Ernährung einfach auch eine große Rolle. Wir sind jetzt heute hier, um das Thema Primärprävention anzugehen. Aber ich finde es besonders spannend auch für die Zukunft, dass wir die Sekundärprävention, das heißt Patienten, die eine Krebserkrankung überstanden haben, angehen, die ja sich selber fragen, was kann ich dazu tun, dass ich mein Rückfallrisiko vermindere. Und da spielen natürlich solche Gedanken und solche Events eine ganz große Rolle. Ich finde das klasse, dass das Tumorzentrum München da Vorreiter ist in dieser Richtung. Auch toll, dass ihr, sagen wir mal so, innovative Sachen wie Apps entwickelt habt und ganz simpel an einfachen Beispielen deutlich macht, wie so etwas funktionieren kann. Und weil das Thema gesunde Ernährung ist uns allen bewusst, aber das Realisieren in der Praxis, darauf kommt es an und das hat diesen Praxisbezug, den wir dann heute haben. Und wenn wir das natürlich mit so prominenter Unterstützung hier wahrnehmen können, dann freuen wir uns alle umso mehr. Also ich bin begeistert, habe deswegen gleich zugesagt. Auch finde es klasse, dass wir hier am Bildungscampus immer wieder für Patienten neue Veranstaltungen machen können. Heute sind nicht die Patienten im Mittelpunkt, heute sind gesunde Menschen im Mittelpunkt, die noch ihr Leben vor sich haben, Studenten. Aber wir werden das Ganze bei der übernächsten Veranstaltung mit Patienten aufziehen, im Tumorzentrum Heilbronn-Franken. Und ich freue mich darauf. Und damit denke ich, habe ich aus der Sicht hier der Heilbronner erstmal alles gesagt. Herzlichen Dank, Professor Martens. Sie haben ja gerade schon verwiesen an zu Ihrer Linken unsere heutige Hauptperson, die Sterneköchin, Frau Matscher aus Südtirol. Vielleicht können Sie ein bisschen hier jetzt schon mal in der Theorie uns schmackhaft machen, was uns gleich erwartet und natürlich dann auch über Rezeptbücher in Kürze dann auch in komprimierter schriftlicher Form verfügbar sein wird. Ja, ich bedanke mich auch herzlich, dass ich bei diesem Projekt dabei sein darf. Es ist für mich natürlich immer wieder spannend, weil ja auch in einer Sterneküche oder mein persönliches Credo auch ist, mit gesunden Lebensmitteln zu arbeiten. Ich habe natürlich auf dem Land ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ich habe kleine Produzenten, zum Beispiel einen Biobauer oder die Bauern mit den Eiern oder die Tomaten. Also ich versuche immer eben von diesen kleinen Abnehmern oder von den kleinen Produzenten die Sachen zu nehmen. Dazu habe ich dann auch noch meinen eigenen Garten, wo ich als Hobby verschiedene Sachen anbaue. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, der ein Fleckchen Erde vor seiner Haustür hat oder einen Topf und so weiter, eben die Kräuter reinzugeben oder auch mal im Sommer die Tomaten oder die Peperoni oder wie es auch immer ist. Versuche ich mit diesen drei Gerichten darauf hinzuweisen, dass Kochen gar nicht so schwierig ist. Also ich werde eine rote Beete Tartar machen, dass ich in einem Schwarzbrotmantel oder auch Schüttelbrotmantel, ich weiß nicht, ob das hier vor Ort gibt, sonst kann man ein hartes Brot nehmen und das einfach in einem Sack zerklopfen, das da frittieren mit einer Meerrettichsoße. Das Einzige, was wirklich Arbeit macht, das sind die rote Beete vorzukochen, aber das kann man ja am Tag vorher machen, das kann man sich ja organisieren. Und das eigentliche Gericht, das ist in einer halben Stunde fertig. Also das kann sich jeder abends noch nach der Arbeit oder nach dem Studium vorbereiten. Eine Saibling, da muss ich mich noch bedanken bei Herrn Paulke, wunderbare Qualität. Also den Saibling, den mache ich mit Zweilei von der Erbse. Ich im Moment zu Hause
Wir haben ja in Südtirol, gibt es Südtirol-Artischocken, weil im Moment sind ja keine Artischocken auf dem Markt, aber gut, in einer Großstadt gibt es überall und immer alles, aber wir haben diese Südtirol-Artischocken, wo ich jetzt im Moment diesen Saibling eben mit dieser Artischocke mache. Und als Dessert mache ich die Topfenknödel, das auch ein wunderbares, schnelles Gericht, schmeckt lecker mit Himbeeren. Also damit möchte ich einfach darauf hinweisen, dass wirklich, ich habe ganz viele Rezepte auch mit Gemüse und so weiter. Das ist einfach, man muss da einfach vielleicht mal auf diese App schauen, oder? Und man sieht, wie schnell man sowas machen kann. Sie haben uns auf alle Fälle großen Appetit drauf gemacht. Und ob man dann ja jeden Tag zu Hause die drei Gänge nachkocht oder sich vielleicht doch reduziert auf einen und am Wochenende etwas mehr Zeit investiert, das ist ja jedem anheimgestellt. Sie haben Herrn Paulke angesprochen, denn es hat nicht jeder ein Fleckchen Erde zu Hause und einen Garten, sondern das Thema Regionalität, Saisonalität ist natürlich etwas, was eine Rolle spielt bei der Frische der Produkte. Wenn man kein Gärtchen hat, Herr Paulke, in der Großstadt, dann helfen Sie? Nach Kräften. Liebe Frau Matter, liebe Frau Graf, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich heute hier sein darf. Ich bekenne es frei und offen, wir sind ein Zwerg. Im deutschen Lebensmittelhandel mit 34 Läden sind wir ganz, ganz klein. Aber wir sind selbstbewusst genug zu sagen, wir sind ein richtungsweisender Zwerg. Weil wir glauben, mit dem, was wir machen, lebendiger Beweis dafür zu sein, dass es anders geht. Es geht ohne Antibiotika im Fleisch. Man kann Hühner großziehen, ohne dass sie krank werden, wenn die Haltungsbedingungen stimmen. Ich kann es leider nicht für Puten, aber wir sind im Moment vor allen Dingen eben in einem eigenen Geflügelprojekt unterwegs. Unsere Hühner wissen nicht, was Antibiotika ist, weil sie es nicht brauchen. Das großflächige Ausbringen von Ackergiften, man sagt, dass so 40% der landwirtschaftlichen Fläche regelmäßig mit Glyphosat besprüht wird, muss nicht sein. Wer sich in unsere Läden begibt, und unser Credo ist es, dass wir keinen Bioladen betreiben möchten, sondern dass wir zeitgemäß moderne Bio-Supermärkte anbieten möchten, wird in großer Auswahl, in guter Qualität immer ein Angebot finden, was ohne die Krankheiten der konventionellen Landwirtschaft entsteht. Und dafür sind wir angetreten und es ist für uns eine große Ehre, obwohl wir gar keine Filiale in Heilbronn haben, hier dieses Projekt unterstützen zu dürfen. Noch nicht, Herr Paul. Noch nicht, ja. Ein weiteres Thema, was uns sehr beschäftigt, ist das Thema Mikroplastik. Plastik überhaupt ist ein großes Thema, was auf die gesamte Menschheit zurollt. Ja, in der Kosmetik ist das Thema in zertifizierter Naturkosmetik nicht drin. An der Stelle kann man so ein bisschen sehen, wie überstrapaziert dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ist. Die Firma Unilever ist Träger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, deswegen bewerben wir uns nicht darum, weil in den Produkten der Firma Unilever nach wie vor Mikroplastik ist. Warum nehme ich dieses Beispiel? Einfach um zu zeigen, dass wir für die Gesundheit der Menschen in diesem Land einfach Dinge ändern müssen. Ja, denn das Mikroplastik, was so als Schleifmittel in White-Zahncremes oder in Duschgels vorhanden ist, marschiert tapfer durch sämtliche Sandfilter der Kläranlagen, landet in der Nordsee und wird dort von Krebstierchen aufgenommen, die wiederum von Speisefischen gefressen werden. Und zack, haben wir es auf dem Teller. Und dass das nicht gut für unsere Gesundheit ist, brauche ich, glaube ich, nicht länger strapazieren. Die gesamte Biobranche, alles was läuft, eingeschließlich der Kollegen von Aldi, von Edeka, Rewe, Kaufland, wem auch immer, macht nicht mehr als 5% Anteil an den Ausgaben für Nahrungsmittel statt. Das heißt, 95% ist immer noch was anderes. Und deswegen sind wir heute hier, um das zu ändern. Danke. Und insbesondere danke, dass Sie mit Ihren Produkten das heutige Kochen für Frau Matscher und für uns unterstützt haben. Gerne. So, ich glaube, wir haben so eine Eröffnungsrunde damit getätigt, haben Ihnen den Zweck und die Zielsetzung der heutigen Veranstaltung nahegebracht. Ich möchte die heutige Veranstaltung vielleicht noch in den Kontext stellen dessen, was wir in diesem Jahr ganz besonders feiern hier an der DHBW, nämlich das 10-jährige Jubiläum unseres Studiengangs Food Management, von dem auch unsere Studierenden hier stammen. Also von daher
sind Sie ein bisschen wahrscheinlich privilegierter und auch kompetenter im Hinblick auf Ernährungszusammenhänge als der typische Student und insbesondere vielleicht auch eher die technisch orientierten Studenten, die dann doch etwas weniger Interesse am Ernährungsthema und an auch der Frage, wo kommen die Produkte her und was muss man tun, um nicht nur sich gesund zu ernähren, sondern auch ein gutes Gewissen dabei zu haben, das Thema Genuss nicht hinten anstehen zu lassen und das Thema, das vierte G, auch das Thema Glaubwürdigkeit mit einzubringen bei den vielen Lebensmittelskandalen. Also von daher, dieses Jahr dieser Studiengang im 10. Jahr und damit die heutige Veranstaltung als Teil einer ganzen Klaviatur von Veranstaltungen, die wir das ganze Jahr über feiern und in der Öffentlichkeit damit auch den Studiengang stärker nochmal multiplizieren. Wenn Sie Fragen haben an die Akteure des heutigen Tages, dann steht Ihnen jetzt dafür die Möglichkeit zur Verfügung. Herr Professor Nüssler sagt gerade, es wollen alle essen. Es wollen alle kochen und essen. Das ist. Sie müssen es auch nicht coram publicum tun. Also wir können gerne auch im Nachgang in individuellen Gesprächen nochmal zur Verfügung stehen. Also gerade für die Mediziner ist das natürlich ein wesentliches Feld, auch um diesen Bereich der schwierigen klinischen Nachweisbarkeit einfach auch über die Studien und über die Forschung zu belegen. Wir als Betriebswirte sind diejenigen, die sagen, wir schauen das über den Studiengang, in dem übrigens alles gelehrt wird, außer zu kochen. Von daher, das ist schon toll, dass wir Sie heute da haben. Wir sprechen über Ernährung, wir befassen uns mit den verschiedenen Elementen der Wertschöpfungskette der Lebensmittelbranche sehr intensiv damit. Aber gekocht wird in der Tat nur zu Erprobungszwecken und nicht um die Kochfertigkeiten zu lernen. Von daher ist es natürlich schon toll, dass wir es heute mal kombinieren können. Herr Büchel. Kann man diese Wahrscheinlichkeiten, den Krebs vorzubeugen, beziehungsweise als Patient den Krebs auch zu besiegen durch Ernährungsumstellung, durch bewusste Ernährung, kann man das in Zahlen, in Prozente fassen, Chancen, Wahrscheinlichkeiten? Also wie ich schon sagte, Dickdarmkrebs ist eigentlich so das Paradebeispiel. Sie können durch entsprechende Lifestyle-Änderungen, sprich durch Änderung Ihrer Ernährungsgewohnheiten und auch Bewegung, können Sie das Risiko circa um 50% reduzieren, dass Sie keinen Darmkrebs bekommen. Das sind so die härtesten Daten, die wir dazu haben. Dann muss man auch noch sagen, dass auch andere Krebs Arten des Gastrointestinaltraktes, sprich der Speiseröhre, reduziert werden können. Pankreas, die bekannte Leber natürlich auch, nicht? Und dann gibt es noch einige andere. Und das hängt aber alles auch so, wie ich sagte, mit dem Thema Übergewicht zusammen. Also Übergewicht zu reduzieren, da tun Sie in jedem Fall etwas Gutes, nicht? Und ich denke, das sind die besten Tools, die wir haben, die Ernährung und die Bewegung. Man muss sagen, dass für den Darmkrebs der Bezug natürlich sehr gut gegeben ist. Wenn man mal alle Tumorerkrankungen zusammennimmt, dann spielt das Thema Ernährung wahrscheinlich nur so 10-20% eine Rolle. Aber immerhin, es geht, wie ich vorhin sagte, um Risikoreduktion. Und jeder will natürlich was für sich Gutes tun. Wenn jemand eine Krebserkrankung hat und unter Behandlung ist, dann bringt Ernährungsumstellung zum Teil auch einen gewissen Erfolg. Aber Sie haben eben ein Wort gesagt, Herr Büchler, den Krebs besiegen. Es ist so, Ernährung ist nicht Therapie. Ja, Ernährung ist unterstützend. Und es wäre falsch zu sagen, durch eine Umstellung meiner Ernährung kann ich jetzt den Tumor bekämpfen und besiegen, sondern es ist nur unterstützend. Entscheidend sind natürlich reguläre Therapien. Was zum Beispiel ganz interessant ist beim Thema Darmkrebs, gab es ja jetzt auch immer mal wieder Erkenntnisse, dass zum Beispiel die Patienten, die unter einer adjuvanten Behandlung sind, ein besseres Outcome, also ein besseres Überleben zeigen, wenn die zum Beispiel mehr wie 4 Tassen Kaffee trinken. Ja, wundert man sich. Oder das Thema Nüsse ist zurzeit total spannend. Wenn Sie täglich 30 Gramm Nüsse essen, ist für Krebsrisikoreduktion
aber auch für andere Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein ganz nützliches, simples Mittel, um Risiko zu senken. Dürfte ich an der Stelle, es kommt gleich noch eine Frage, vielleicht noch mal kurz einhaken. Wir wissen aus den Betrieben der Gemeinschaft zur Pflegung, die an Kliniken angedockt sind, dass das Thema Mangelernährung in der Krebserkrankung eine ganz große Rolle spielt. Also wenn man erkrankt ist als Patient, das Thema bei einer Chemotherapie offensichtlich sehr, sehr stark auch Genuss beeinträchtigend ist, also die Geschmackssinne nicht mehr richtig funktionieren, dadurch die Patienten nicht mehr gerne essen und allein das schon natürlich auch schlechte Voraussetzungen dann für die weitere Genesung sind. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir jetzt ja noch gar nicht hier bedacht haben, aber es ist natürlich klar, dass zum einen Patienten eine Mangelernährung durch die Erkrankung an für sich haben. Ja, wir wissen das zum Beispiel beim Bauchspeicheldrüsenkrebs, der ist so konsumierend, dass Patienten innerhalb kürzester Zeit extrem an Gewicht verlieren. Das ist einmal durch den Energieverbrauch des Tumors, aber anderen natürlich, weil die Patienten keinen Appetit mehr haben, weniger essen wollen. Und wenn da eine Therapie kommt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Therapie schlägt so an, dass man den ganzen Stoffwechsel auch wieder umdrehen kann. Andererseits ist es natürlich so, dass Therapien auch Missempfindungen machen, ja, der Geschmackssinn wird weniger und daher ist eine Ernährungsunterstützung zur Vermeidung einer Mangelernährung ganz wichtig unter einer aktiven Therapiephase. Und das wird ja auch in vielen Krebszentren so gehandhabt, wie in München, wie auch hier bei uns in Heilbronn. Wir haben ja da auch extra eine Ernährungsmedizin mit Frau Töppens etabliert, dass Mangelernährung als Risikofaktor für ein kürzeres Überleben mit einer Krebserkrankung reduziert wird. Danke, Herr Professor Matz. An der Stelle möchte ich kurz in der ersten Reihe hier auch noch begrüßen die beiden Ernährungsexpertinnen, einmal vom Tumorzentrum München und einmal vom Tumorzentrum hier in Heilbronn, nämlich Frau Töppens und Frau Weber. Also das heißt, Patienten wenden sich ja auch an Sie, um dann eine individuelle Beratung zu bekommen in der Genesungsphase oder in der Therapiephase. Ja. Dann hatten wir neben Herrn Professor Kortum noch eine Frage. Ja, Sie hatten gerade schon zwei ganz interessante Stichpunkte genannt, und zwar zum einen die Studie über Nüsse. Es gibt ja immer wieder solche Studien, wo bestimmte Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen als Wundermittel quasi gepriesen werden. Zum anderen hatten Sie das Stichwort Mangelernährung genannt. Ich würde da gerne auch Sie beide fragen, welche Ernährungsformen Sie denn als besonders krebspräventiv einstufen. Also ist es die flexitarische Ernährung? Kommen wir mit Dingen wie einer veganen Ernährung, die ja häufig immer wieder kritisiert wird, schon in die Richtung Mangelernährung? Das heißt, was ist so die Form von Ernährung, die da wichtig ist? Also genau, wir gehen das in München und ich glaube auch in Heilbronn ganz simpel und pragmatisch an. Also wir empfehlen dem Patienten wirklich, sich abwechslungsreich zu ernähren. Ich rede jetzt mal von dem Patienten nach Therapie. Während der Therapie, das sind spezielle Situationen, da gibt es auch immer spezielle Hinweise, was man da machen sollte, ernährungstechnisch, wenn es überhaupt möglich ist, sich oral, sprich über den Mund zu ernähren. Aber die ganz generelle Empfehlung ist abwechslungsreich, viel Gemüse, viel Obst, wenig Fleisch. Es wird ja immer sehr gerne erwähnt, dass das rote Fleisch mehr gemieden werden soll wie das Geflügelfleisch. Aber wir haben es heute schon ein bisschen angedeutet. Das ist eben so ein bisschen die Krux, nicht? Also Sie finden heute, und wir haben uns gestern mit unserer Köchin auch darüber unterhalten, die größte Schwierigkeit ist, ein Huhn zu finden, was Sie auch wirklich essen können. Unbedenklich. Nicht? Und da müssen Sie sehr viel Zeit aufwenden, da müssen Sie sich gut informieren. Nicht? Also insofern ist diese Aussage wirklich überhaupt nicht mehr praxisrelevant, jedenfalls derzeit. Nicht? So würde ich das einschätzen. Und gut, mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen. Die Veganer, Sie haben es schon angedeutet, dann wird, also ich habe das selber erlebt, zu so einem Patiententag waren plötzlich junge Leute da und ich frage die jungen Leute, um Gottes Willen, ihr seid ja hoffentlich nicht an Tumor erkrankt, nicht, dass ihr hier seid. Nicht? Danach uns interessiert das Thema Ernährung, wir sind vegan. Nicht? Und dann ging das so ganz harmlos los. Und dann war mir aber ganz schnell klar, früher hatten wir die 68er
Nicht? Die sind für ihre Überzeugung, haben sonst was gemacht und heute sind sie Veganer. Nicht? Also sie sind, ist ganz schwierig mit diesem Menschen, die diese Ernährungsform gewählt haben, sie auch etwas weicher zu machen. Nicht? Das können sie vergessen, deswegen habe ich das auch aufgegeben, irgendwelche veganen Menschen, also die sich vegan ernähren, zu überzeugen, dass sie sich vielleicht doch ein bisschen mäßigen sollen. Also abwechslungsreich und vegetarisch natürlich, da liegen sie auch in jedem Fall richtig. Nicht? Immer vorausgesetzt natürlich, immer vorausgesetzt, dass Lebensmittel ist okay. Nicht? Also sie können mit überspritzten Gemüse nicht? Und Obst, ja, da haben sie wieder dasselbe Problem wie mit dem Geflügel. Das ist eben heutzutage ein bisschen schwierig und das war eben auch unser Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen erstmal darauf aufmerksam machen, dass die Menschen lernen, das Lebensmittel wirklich auf Qualität zu prüfen, sofern es eben dem Laien möglich ist. Vielleicht noch ein Kommentar kurz dazu. Sie haben das Stichwort erwähnt, Wundermittel. Wundermittel gibt es nicht. Ja, es ist die Ausgewogenheit, wie Professor Nüßler sagt, die Ausgewogenheit. Stichwort mediterrane Kost, das sind ja alles so Beispiele, wie man das machen kann. Und selbst wenn ich jetzt sage, dass Nüsse gut sind, dann ist es ein pragmatischer Ansatz. Das ist einer von vielen. Ja, es wird die Wundermittel nicht geben. Und bei uns in der Praxis ist es ja so, dass Patienten ja oftmals kommen, wenn sie zum Beispiel erstmal so einen Schock verdaut haben, dass sie eine Tumorerkrankung haben, dann kriegen sie zig Hilfestellungen oder Empfehlungen von Verwandten, Bekannten, Nachbarn. Dann geht man ins Internet und Sie können sich vorstellen, wo hinterher eigentlich der Erfahrungshorizont ist. Ja, die Leute sind total verwirrt und kommen dann auch auf irgendwelche Gedanken, die mitunter gar nicht zielführend sind. Also das Wundermittel gibt es nicht, es gibt auch keine Krebsdiät, sondern es gibt nur zahlreiche Empfehlungen. Ausgewogenheit ist hier das große Stichwort und viel Gemüse und Obst. Das heißt, Sie richten sich auch da so im Wesentlichen nach dem, was die DGE zum Beispiel... Ja, natürlich, ja, ja, klar. Klar. Da braucht man im Wesentlichen nicht das Rad neu erfinden, das wäre jetzt der völlig falsche Ansatz. Man muss das, und das ist eben, wie ich schon mehrmals sagte, nur ein bisschen aufpassen. Es ist auch bei der Milch, ne? Milch ist nicht gleich Milch, es ist auch ein ganz kompliziertes Thema, gute Milch noch irgendwo herzubekommen, nicht? Und die sogenannten Milchunverträglichkeiten, Laktoseunverträglichkeiten, da weiß ich nicht, wie dir es geht, aber das ist auch wirklich schwierig, da auseinanderzuhalten, was da nun wirklich dran ist. Und es ist auch schwierig, weil wir eben wissen, dass, wenn man sich heute vorstellt, wo die Milch herkommt, ich selber wohne auf dem Lande und habe da wirklich auch Einblick in die Kuhställe und da denke ich ja manchmal, aus diesem Kuhstall will ich kein Fleisch und da will ich auch keine Milch. Aber das wird alles abgeholt, das wird alles bei uns in Weinstephan in einen riesigen Kanister geschüttet, nicht? Und ja, also das, wobei Weinstephan, das wissen Sie ja selber, ist ja nicht mehr Weinstephan, sondern Müllermilch. Ja. Gut. Frau Fritz-Kado, Sie hatten eine Frage. Also gesunde Ernährung, das ist ja so ein breites Feld und da ist auch viel Platz für Scharlatanerie und genau. Versprechungen und all diese Dinge. In der Industrie, da gibt es die DIN-Norm. Wie kann man sich als normaler Patient oder Interessent eigentlich davor schützen oder wo sind Werkzeuge, dass man, also unabhängig davon, wenn ich jetzt im Bioladen einkaufe, es geht über das hinaus, dass ich einfach gar nicht an die falschen gerate. Also da muss ich, ja, der Paulke wird gleich was dazu sagen, ja, ich wollte Ihnen nur, also was wir hier machen, ist auch keine Hexerei. Ne? Gebrauchen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, nicht, wenn Sie sich ein bisschen informieren. Ich meine, heute jeder, ich weiß nicht wie viele Stunden am Netz, nicht, und das kriegen Sie sehr schnell raus, was gut und schlecht ist. Natürlich, ich habe auch immer Angst, wenn ich mit irgendwelchen Firmen zusammenarbeite und denke mir, um Gottes Willen, hoffentlich ist er in den nächsten 14 Tagen nicht in der Schlagzeile. Nicht? Also wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Lebensmittelbranche natürlich einer der schwierigsten Branchen ist und dass natürlich da auch sehr viel Fake produziert wird. Das muss man auch wissen. Und da gibt es natürlich auch Institute, die das untersuchen. Nicht? Und, aber als Verbraucher ist es, da gebe ich Ihnen wirklich recht, nicht ganz leicht, auch Fake zu erkennen. Sie kennen vielleicht die berühmte Geschichte mit den schwarzen Oliven, nicht? Also sprich, die sind dann eben nicht in Wirklichkeit schwarz, sondern nur mit Eisen-3-Sulfat gefärbt und nur weil sie teure sind, wird das gemacht, nicht? Und damit wird sehr viel Profit gemacht. Und ich habe gestern Abend schon gesagt,
möchte jetzt nicht zu polemisch oder politisch werden, aber die entsprechende italienische Organisation verdient ihr meistes Geld heute über Lebensmittelbetrug. Nicht? Das muss man ganz klar sagen. Und das ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig, das zu erkennen als Verbraucher. Da muss man leider, da wird es auch keine geben. Und die Menschen, die das machen, die sind so clever. Nicht? Also das ist schwierig. Ist wirklich schwierig, aber nicht. Schade, versuchen Sie so gut es möglich ist, mal vielleicht den oder anderen Prozenten einfach mal hinzugehen, sich das anzuschauen oder nachzu recherchieren. Nicht? Und dann kommen Sie vielleicht zu der einen oder anderen Erkenntnis und sagen, ja, das ist der richtige Weg. Das Beste ist natürlich schon, was Frau Matsch sagt, es gibt natürlich auch das Urban Gardening, nicht? Was jetzt so auch langsam kommt, nicht? Wo die Leute versuchen in der Stadt so ihr eigenes Gemüse zu züchten. Das ist natürlich auch viel, mit viel Fun und alles verbunden. Auch ein kleiner Weg. Nicht? Auch vielleicht hat der Herr Palke noch die super Info, ich weiß es nicht. Ja, der Handel hat natürlich da eine besondere Rolle und Funktion in dem Bereich. Ja. Aber ich würde gerne einhaken bei dem, was Sie sagen. Und ich möchte mich dem im Wesentlichen erstmal anschließen. Das Beste, was man machen kann, ist natürlich, wenn man sich das in der Landwirtschaft ansieht. Ja, die ursprüngliche Marschrichtung der gesamten Biobranche war ja, den ökologischen Landbau voranzubringen, und das ist auch heute noch. Ja, und wir haben viele Aktivitäten, unsere Kunden mitzunehmen zu uns seit Jahren verbundenen landwirtschaftlichen Betrieben, Herstellern wie auch Landwirten natürlich. Und ich glaube, das ist in der Tat das, was am meisten Sicherheit bringt, ja, wenn man mal in dem Stall drin gewesen ist. Und in der Regel helfen solche Erfahrungen uns immer massiv. Ja, es ist ja nicht aus Versehen so, dass die großen Massentierhaltungen gar keine Besucher haben möchten. Ja, da hat es natürlich auch viele aggressive Aktivitäten von Tierschützern gegeben, muss man auch verstehen, dass das aber ich meine, so ein Erlebnis von der Massentierhaltung, das ist schon eine einschneidende Erfahrung. Ja, und wenn man mal weiß, was da so ein Bauer auf sein konventionelles Feld spritzt, ja, das ist dann auch mal eine heilsame Erfahrung. Und da reden wir mit unseren Mitarbeitern, und ich habe gerade dann vor einiger Zeit ein Gespräch gehabt. Aber wenn man insgesamt durch die mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht man, dass wir uns ändern müssen. Ja, einer der Frontleute der gesamten Biobewegung, unser Prinz Löwenstein, ich weiß nicht, ob der hier bekannt ist, hat gerade ein Buch geschrieben unter Überschrift: Langfristig ernährt sich die Menschheit entweder organic oder gar nicht. Ja, also die Landwirtschaft wird sowieso nicht so bleiben, wie sie heute ist, wird sie gar nicht können. Ja, wir können auch mit dem Thema Antibiotika nicht so weitermachen. Ja, es gibt natürlich Handlungsbedarf, dieses ganze Thema Verwendung insbesondere von Reserveantibiotika in der Tierhaltung unbedingt zu verbieten. Ja, da spielt unser Staat nach meiner Einschätzung nicht die Rolle, die er eigentlich spielen sollte. Ich versuche nochmal ein Stück dichter an die Antwort Ihrer Frage ranzugehen. Grundsätzlich wird man Missbrauch nie ganz ausschließen können, einfach weil die Menschen da zu intelligent sind, die Systeme, die sie selbst geschaffen haben, anschließend wieder auszuhebeln. Das, was einem eine gewisse Orientierung geben kann, ist A, der persönliche Kontakt, ja, das Vertrauen, damit arbeiten wir ja auch viel. Wir haben ganz viele Hersteller und Partner, mit denen wir seit ganz vielen Jahren zusammenarbeiten, und dieses Netzwerk funktioniert in der Regel. Ja, und das Zweite sind natürlich die ganzen Zertifizierungen, gerade bei Bioware muss man sagen, reden wir über die am meisten kontrollierten Lebensmittel, die wir überhaupt haben, weil sie am intensivsten und häufigsten kontrolliert werden. Was nicht heißt, dass man das auch irgendwie aushebeln kann. Das kann natürlich immer mal passieren. Ja, aber die ganzen Zertifizierungen, die wir haben, die Verbandsware ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Da kann man das relative Sicherheitsniveau, denke ich mal, erhöhen. Ja, und die Marschrichtung ist an der Stelle, denke ich mal, auch das, was eigentlich wichtig ist. Ja. Wir erleben ja, dass wir in einer Umwelt uns bewegen, wo das saubere Produzieren von Nahrungsmitteln immer schwieriger wird. Und deswegen, glaube ich, ist an der Stelle auch das Thema Abstimmung mit dem Kassenbon wichtig. Ja, durch den Kauf von Bio-Lebensmitteln, in Klammern egal wo, ja, fördert man natürlich eine Landwirtschaft, eine Lebensmittelwirtschaft, die versucht, ohne das Gift auszukommen. Ja, und wenn man sich mal fragt, was werden so in 100 Jahren die Menschen über die Atommüllreste in der Asse, ja, die Hinterlassenschaften unserer Generation irgendwie sagen, dann wird das wahrscheinlich wenig komfortabel für uns ausfallen. Und dasselbe Thema wird uns ereilen, wenn wir die Enkel unserer Kinder irgendwann befragen, was wir so alles an Resten hinterlassen haben. Ja, ich habe vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, auf Helgoland einen Tag zu verbringen. Wenn man dann sieht, dass die Seevögel heute nicht mehr auf natürlichen Materialien nisten, sondern auf den Netzresten von Fischernetzen,
die mindestens noch 500 Jahre halten werden, dann ist das, sind das immer so Impulse zu sagen, wir müssen was ändern. Und die Frage ist, schaffen wir es durch Schmerz oder durch Nachdenken rechtzeitig? Und ich glaube, da ist, sind wir alle aufgerufen, mitzumachen. Danke, Herr Paulke. Der Herr Professor... Ja? Das ist eine sehr gute Frage. Wir sagen es, ja. Herr Paulke hat einen Kleber. Den habe ich ja schon geflackt. Ja. Also ich habe noch welche dabei. Sie haben genügend dabei. Für alle, die noch keinen haben. Alle, die wir brauchen ein Umdenken. Also ich kann gerne nachher noch welche verteilen. Es ist schon ein bisschen strange, ja, wenn man weiß, dass bis zu 80% unserer Bevölkerung gegen die Verwendung von Genmaterial, also genmanipulierten Pflanzen sind. Und es trotzdem nicht europaweit verboten wurde, unsere Bundesregierung das hätte verhindern können. Da fragt man sich schon, wie unsere Demokratie funktioniert oder auch nicht. Herr Professor Martens würde da gerne... Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen einen medizinischen Schwenk machen. Wir haben ja trotz allem, Frau Pitzka hat ja angesprochen, das Thema Unsicherheit, auf was kann man sich verlassen? Man muss ja mal eins ganz klar festhalten, die Lebenserwartung wird insgesamt immer höher, ja. Das heißt, so schlecht stehen wir auch nicht da. Zweitens, beim Thema Darmkrebs, um was es ja heute auch geht, ist die Ernährung ja ein Baustein. Ein Baustein bedeutet, wir haben den Anstieg an Inzidenz, also an Häufigkeit, bis von 1970 bis etwa 2004 gehabt. Seitdem geht es schon runter. Das heißt, irgendwo ist auch Bewusstsein da. Das sieht man international in vielen Ländern, bis auf ein paar Ausnahmen, aber auch in Deutschland, und wir können das auch bei uns im Tumorzentrum Heilbronn-Franken, sehen wir auch den gleichen Trend hier für die Region. Ja, wir haben 2010 310 Fälle gehabt, 2016 waren es 260 Fälle. Das ist der Trend, den man allgemein sieht, der sicherlich durch bewusstere Ernährung geschehen ist, aber vor allen Dingen natürlich durch einen anderen Baustein. Und der andere Baustein ist die Vorsorgekoloskopie. Ja, ab 55 sollte man seine Koloskopie machen. Hier auch nochmal die Ermutigung. Viele sagen, ja, ich bin ja gesund, ich habe keine Beschwerden. Vorsorge bedeutet, wir entdecken Frühstadien oder Vorformen, die man im Grunde genommen durch eine einfache Schlinge abtragen kann. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Deswegen geht die Häufigkeit auch zurück. Das heißt, es ist ein Paket an Maßnahmen. Und wir sehen momentan einen interessanten Trend, weil die Bevölkerung ja immer älter wird, sehen wir vor allen Dingen eine Zunahme bei uns im Tumorzentrum von den 75 aufwärts. Ja, das ist also viel, haben wir viel mehr Darmkrebs wie noch vor 6 oder vor 10 Jahren. Das heißt, wir sehen Veränderungen. Und wir dürfen dann nicht so dogmatisch sagen, ja, jetzt muss die ganze Ernährung komplett umgestellt werden und dies, das und jenes, sondern ich glaube, das Stichwort ist ja gefallen, es muss pragmatisch sein, es muss ausgewogen sein. Und wenn man das spielerisch dann macht, ja, und die sagten ja auch mit, manchmal kann man tolle Sachen auch mit einfachen Mitteln machen, wenn ich mir so höre, was man mit Rote Beete allem so schön machen kann. Das sind ja die Dinge, die pragmatisch uns das Leben leichter machen. Dafür soll ja das Event heute sein. Aber wir wollen nicht dogmatisch jetzt sagen, ab morgen muss alles ganz anders sein, sondern es ist eine Hilfestellung für den täglichen Gebrauch. Also vielen Dank nochmal vielleicht für die Abschlussworte. Vielleicht mal sagen, wir müssen bald zum Koch kommen. Ja. Genau, ich hätte mich jetzt Frau Matscher gefragt, wie geht es denn jetzt weiter in der Küche? Weil wir wollen ja alle dann auch was essen. Ich wollte noch ganz kurz sagen, was mein Kollege gesagt hat. Ich meine, das betrifft natürlich nicht so jetzt die hinteren Reihen, aber bei allem, was wir jetzt über Ernährung gesagt haben, ganz wichtig ist natürlich immer der Arzt, der die entsprechende Therapie, wenn es dann mal soweit ist, auch durchführt. Und da kann ich auch nur sagen, das hat sich sehr viel Positives getan. Also Dickdarmkrebs ist heute auch sehr gut behandelbar für den Fall X, nicht? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Während wir noch vor 10, 15 Jahren immer das zwei berühmte Zytostatika gegeben haben, nicht? Und dann furchtbare Ansprechharten hatten, das heißt fast keine, nicht? Hat sich das sehr, sehr geändert, nicht? Also alles, der Arzt mit seiner Behandlungsmethode steht natürlich einzeln mal soweit ist, wirklich im Vordergrund. Und das alles, was wir dann heute so erzählen, ist gewissermaßen unterstützend, wie Kollege Martens auch schon gesagt hat. Aber ich denke, jetzt gehen wir mal an den Koch. Genau, jetzt würde ich sagen, allen Akteuren einen herzlichen Dank. Also wir stehen natürlich weiter zur Verfügung, aber insbesondere geht es jetzt in die Küche, Frau Matscher. Was ich noch dazu sagen wollte, was ich immer in meinen Kochkursen sage, was heute nicht mehr so sehr gebraucht ist, ist der Hausverstand, oder? Ja. Wenn ich heute einkaufen gehe und sehe,
Schweinefleisch und Hühnchen kosten ein paar Euro. Das ist ja nicht möglich. Ne? Ja. Oder dasselbe ist bei den Gemüse. Das heißt nicht, dass ein gutes Lebensmittel immer teuer sein muss. Oder es gibt ein Fenchel, es gibt Karotten, es gibt so viele Sachen, die auch günstig sind und wo man wunderbare Sachen draus machen kann. Aber jetzt gehen wir in die Küche. Ja. Wir dürfen Ihnen über die Schulter gucken? Aber natürlich, auch mithelfen. Und danach, also alle, die die Zeit haben, und ich hoffe, Sie haben es sich eingeplant, natürlich da bleiben, um das dann auch zu genießen, was Frau Matscher mit ihren zwei besten Mitarbeitern, nämlich mit ihrem Mann und ihrer Tochter, jetzt zubereitet, mit Unterstützung unserer DHBW. Der Mann bereitet nicht, aber meine Tochter hilft damit. Also, herzlichen Dank. Jetzt geht's in die Küche. Ja.